Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger, es ist wirklich kaum zu glauben, man reibt sich die Augen, wenn man hier den Ministern lauscht, ob das alles noch real ist, was sie erzählt haben. Und wenn dann Herr Barlehn nach vorne tritt, dann reibt man sich nicht nur die Augen, sondern muss sich quasi Daumen und Zeigefinger so stark in die Augen reindrücken, dass sie fast rausrollen, meine Augäpfel, weil es einfach Fremdscham pur ist, wenn Sie hier 5 Minuten lang Ihre Wahlkampf-Stories nochmal nacherzählen und irgendwelchen Parteien mit wirklich wenig Mitgliedern, wirklich wenig Mitteln hier vorwerfen, dass sie nur die 5%-Hürde gerade geschafft haben. Das hat nichts mit diesem Thema heute hier zu tun gehabt. 100 Tage Landesregierung, da hätte ich gern noch ein bisschen mehr von Ihnen zu gehört, aber da gab es wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen. Denn ist ein beispielloses Versagen in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, das hat sich nicht mal im Traum die AfD als sicherlich skeptischste Oppositionspartei hier ausmalen können. Die verrücktesten linksradikalen Aluhüte konnten sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine rot-rote Landesregierung ohne Gegenwehr knallhart die ohnehin spärlichen Lebensverhältnisse der Menschen so dermaßen aus den Fugen geraten lässt. Nach Caterpillar verschwindet Nordex aus Rostock, ein Symbol für die gescheiterte Energiewende oder besser für das kommende Energieende. Die MV-Werften machen dicht, dazu hat mein Fraktionsvorsitzender Herr Kramer schon einiges ausgeführt. Das letzte Flaggschiff für die Industrie in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch das Nord Stream 2-Projekt wurde beendet und wir haben heute Morgen gehört, dass es völlig kopflos beendet wurde. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen darüber, wer diese Gasleitung, die auf dem Grund des Meeres liegt, jetzt überhaupt wartet, wer dafür bezahlen muss. Da hätte man auch wirklich mal ein bisschen an die ökologische Sicherheit denken können, was da jetzt für Probleme auf uns zukommen. Und ja, aber da muss ich Ihnen recht geben, Herr Barlehn, da sind wir niemand, der jetzt die Frau Ministerpräsidentin verteidigt. Aber immerhin, diese wirtschaftliche Kooperation, die war ja gerade ein Weg dahin, um Beziehungen aufzubauen mit den normalen Menschen im russischen Volk, zwischen den normalen Wirtschaftsakteuren hier in Deutschland. Niemand wollte diesen widerlichen Krieg. Die Leute wollten handeln, wollten Geld und Waren austauschen, miteinander kooperieren und waren eigentlich im Einklang miteinander. Und da, denke ich, müssen wir auch an eine Zeit denken, hoffentlich nach Wladimir Putin, wenn er vielleicht genötigt wird, jetzt zurückzutreten oder es macht oder es selbst einsieht, dass man dort vielleicht auch darüber nachdenkt, nicht unbedingt das Nord Stream 2-Projekt, aber generell die Wirtschaftsbeziehungen wieder aufzunehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sprechen hier von einer Energiewende. Wir wollen hier Windräder bauen und diese ganzen Geschichten. Solarpaneele ohne Ende, da müssen wir auch daran denken, wo diese Rohstoffe herkommen. Ich höre hier immer in dem Haus, dass die Rohstoffe quasi gratis sind, Sonne und Wind. Aber diese Sonne, Sonnenenergie und Windenergie, die muss ja gewonnen werden aus Maschinen und Geräten. Ja, und da müssen Sie doch mal in die Statistik schauen, wo vieles davon herkommt, nämlich aus Russland auch. Also da müssen wir schauen, dass das Ganze auch bezahlbar bleibt mit auch Waren aus dem größten Rohstofflager dieses Planeten, nämlich Russland. Und auch zurückblickend, wir hatten hier die Corona-Maßnahmen, wir haben endlos darüber debattiert, diese permanente Belastung unserer Gastronomie, unseres Tourismus, des Einzelhandels hat sehr viel kaputt gemacht. Und wir brauchen nicht über Fachkräftemangel reden, wenn der Beruf damit so dermaßen unattraktiv gemacht wurde, nämlich in diesen Branchen zu arbeiten. Es offenbarte sich auch ein drastischer Standortmangel. Das haben wir zuletzt schmerzlich erfahren müssen mit den Unternehmen Tesla und Intel, die gesagt haben, sie wollen hier nicht hin. Die Standortfaktoren sind zu schlecht, wahrscheinlich zu hohe Steuern, zu wenig Fachkräfte, zu teure Strompreise. Und da müssen wir uns dann am Ende auch nicht wundern, wenn Nordex hier von dann zieht. Da hat nämlich auch die Gestaltung der Rahmenbedingungen, die nicht nur von der Landesregierung, aber auch mit der Bundesregierung hier so fabriziert wurde. Da gehen nämlich Unternehmen nach Indien.
Und zu allem Versagen reiht sich dann natürlich noch die totale Untätigkeit ein, was diese ganze CO2-Abgabensituation betrifft. Wir haben übelst hohe Spritpreise, Heizölpreise schießen durch die Decke und durch diese ja wirklich historische Torheit jetzt der Bundesregierung einen wirklich fanatischen Wirtschaftskrieg mit Russland anzufangen. Da muss ich mir fragen, also das ist, ob da mal drüber nachgedacht wurde, wer am Ende überhaupt mehr Schaden hat, weil wir Hauptimporteur von russischem Erdgas sind hier in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise. Mein Kollege Tatzen hat es gestern ausgeführt, 38% der Energie im Industriebereich wird durch Erdgas gewonnen. In Rostock das Kohlekraftwerk, 100% kommt aus Russland. Also wir sind da abhängig und ich kann es ja verstehen und ich bin da auch überhaupt nicht dagegen oder meine Fraktion, wenn wir uns andere Wege suchen, Energie zu gewinnen und diese Abhängigkeiten lösen, so wie Herr Backhaus das gesagt hat, dass wir uns von diesen Abhängigkeiten lösen müssen. Aber das ist Zukunftsmusik, die wir hier in ja, 5 bis 6 Jahren vielleicht erreichen können, wenn vielleicht das erste LNG-Terminal irgendwo gebaut ist an der Küste, aber die wir jetzt aktiv, situativ nicht lösen können. Da geht es nur mit Steuersenkungen, um den Arbeitnehmern hier zu ermöglichen, wieder zur Arbeit fahren zu können, ohne am Ende drauf zu zahlen dafür, dass sie arbeiten gehen. Und während wir hier unsere Wirtschaft abschießen und Investoren und Rohstofflieferanten mit dem längeren Hebel aus Russland hier wegen Wladimir Putins allesamt zu Personae non grata degradieren und quasi vertreiben, plant dieser Staat beispielslose Ausgaben. Und hier wird, ich höre das ja immer wieder, da hier werden Transfergesellschaften und Kurzarbeitergeld als phänomenale Leistung gefeiert. Also ich bitte Sie, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es schlecht uns geht gerade, dass es vielen Arbeitnehmern schlecht geht und dass die Wirtschaft gerade hackt und sich in einer Rezession befindet. Und Sie planen hier Ausgaben, es wurde heute alles schon angesprochen, 1-Euro-Tickets für Senioren, Rufbusse, klimaneutrale Landesverwaltung, Digitalämter und den roten Kampffeiertag noch als Sahnehäubchen obendrauf. Da muss man sich fragen, wo soll das ganze Geld herkommen, wenn auch noch gleichzeitig die Einnahmenseite jetzt komplett wegbricht. Und auch zur, ja, Sie werden es ja sehen, also okay, vielleicht nehmen Sie so viele Steuern durch Sprit noch ein, dass sich das wieder rechnet für den Staat, ne? Aber ich hoffe halt nicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was ja weiterhin in der Finanzpolitik hier geschieht. Herr Domke hat es vorhin kurz angeschnitten. Unter der Aushebelung der Landesverfassung wird hier weiterhin die Schuldenbremse umgangen mit den MV-Schutzfonds, den sogenannten. Und für hunderte Millionen Euro werden hier investive Maßnahmen vorgenommen, die eigentlich in einen regulären Haushalt gehören, wie der Breitbandausbau, wie Renovierung an öffentlichen Gebäuden und wie ganz schön viele Projekte und Einkäufe, die ja alle sinnvoll sein mögen, zum Beispiel bei der Belebung der Innenstadt. Aber da muss man sich dann manchmal fragen, ob wirklich jede Maßnahme nicht einfach eine freiwillige Aufgabe einer Kommune ist und warum das durch so einen Pandemieschutzfonds bezahlt werden muss. Also das geht alles nicht. Alles unter dem Vorwand der Pandemie. Und auf der anderen Seite fragt man sich, wenn wir hier so eine große Krise haben, Entschuldigung, warum man dann im Ausschuss von Herrn Minister Dr. Goye hören muss, dass keinerlei Maßnahmen ergriffen werden, jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges, dass es hier zu massiven Ausgabenerhöhungen kommt. Ja, wir haben wahrscheinlich in der Landesverwaltung höhere Kosten, was Strom und Heiz und alles betrifft. Wir haben Flüchtlinge unterzubringen und da gibt es noch keinerlei Konzept, keinerlei Plan. Also das gehört für mich auch dazu, dass man mal ad hoc sowas schnell veranschlagen kann, was da alles auf einen zukommt. Sie sagen immer, das geht alles nicht, das ist alles viel zu schnell. Herr Scholz im Bundestag kann irgendwie über Nacht beschließen, 100 Milliarden für Waffen rauszuholen. Das geht mit einem Sondervermögen, kein Problem, erzählt er dann den Leuten. Aber hier werden einfach Aufgaben, die auf uns zukommen, überhaupt nicht bearbeitet. Da ist die Landesregierung fahrlässig. Ja, meine Damen und Herren, das ist wirklich absurd. Und ich glaube, es wird auch immer verrückter werden hier. Bereits nach 100 Tagen ist der Sack zu
Und ich muss Ihnen sagen, ich habe wirklich Angst davor, was die nächsten 100 Tage passiert. Dankeschön. Applaus